Na hallo, ihr Lieben. So, jetzt ist das Material gekommen. Jetzt kann es losgehen mit dem Bauen. Guck mal, habe ich nicht ein wunderschönes Bleiglasfenster ergattert? Ja, Pappelsperrholz für innen an die Wand. Das Konstruktionsholz, um Ständerwerk zu stellen. Und das Holz für aufs Dach. Ja, was ich vielleicht grundsätzlich mal sagen wollte, es ist jetzt für mich auch ein Neubeginn und ich weiß, viele fürchten sich davon, etwas neu zu beginnen, komplett anderes Leben anzufangen. Wisst ihr was? Mir geht es genauso. Ich habe eine scheiße Angst, dass ich das alles nicht hinkriege. Ich habe noch nie ein Ständerwerk gebaut, ich habe noch nie ein Fenster gesetzt. Aber ich mach's und ich werde es hinkriegen. Und werde mir jetzt mein eigenes kleines Zuhause wieder zimmern. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen inspirieren, auch einfach einen Schritt zu tun. Es gibt immer Unwägbarheiten, es gibt keine wirklichen Sicherheiten. Ich habe jetzt bei mir hier zum Beispiel, wenn man das so sieht, seht ihr, das Gestell ist verbreitert und verlängert worden. Es hängt nach hinten hindurch. Gucken, wie ich das alles irgendwie hinkriege. Ich habe es jetzt halt, dass es so durchhängt, habe ich erst gesehen, als er hier stand. Aber ich werde es irgendwie hinkriegen. Schritt für Schritt. Ich freue mich, wenn ich den ersten Pfosten setzen kann. Mal vielleicht so ein paar grundsätzliche Überlegungen, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe hier 9 Jahre Erfahrung in einem Bus, den ich mir selbst umgebaut hatte. Der eine oder andere kennt den noch, der Yes wie du. Und bevor man sich dazu entscheidet, so ein Leben in einem kleineren Rahmen zu beginnen, sollte man sich genau überlegen, was habe ich denn vor? Ich fand das damals geil mit dem Bus. Es war aber so, dass ich nie den Führerschein hatte, für den 7,5 Tonner zu fahren. Musste die Ex-Frau machen, als die dann weg war. Musste ich halt immer jemanden finden, der fährt. Ging auch, war cool, wenn ich mal umgezogen bin. Aber es hat sich eh rauskristallisiert, dass ich eh nicht der bin, der jetzt ständig durch die Gegend fährt. Mir geht es darum, ich lebe einfach in einem kleinen Raum. Das reicht mir einfach vollkommen. Ja, und es ist ja im Moment seit Jahren schon einfach auch eine Bewegung hier, die Tiny Häuser und alles. Aber ist die Frage, die kosten ja dann auch 50, 60, 70, 80.000 Euro. Muss das so sein? Und ich sage nein. Da muss ich vorher genau überlegen, was will man. Ich habe mich für dieses Gestell entschieden, weil ich genau weiß, da wo ich hin umziehe, werde ich länger bleiben können. Und auch meine bisherige Erfahrung ist so, dass ich immer 2, 3, 4 Jahre mindestens irgendwo stehe. Das heißt, ich brauche nichts, wo ich einen Motor anmachen und losfahren kann. Das heißt, das sollte man sich überlegen. Will man reisen, dann braucht man halt einen Bus oder was weiß ich, wo man sich umbaut. Oder will man einfach nur irgendwo stehen und auch daran überlegen, muss es jetzt ein Tiny House aus einer Produktion sein für wie viele Tausende von Euro oder kriege ich es irgendwie selbst gebacken? Und bei mir ist halt der Fall, das Gestell, was ich hier habe, das hat eine Auflaufbremse, die funktioniert, ist, naja, ist halt dafür jetzt einmal dahin zu fahren gewesen, wo er dann nachher steht, da wird er aufgebockt und dann steht er auch. Das ist Ziel der Sache. Deswegen habe ich mich für dieses Gestell entschieden. Und das sollte man sich einfach vorher gut überlegen, einfach mal so von praktischer Weise, was mache ich eigentlich? Will ich jetzt Weltreisen machen? Will ich einfach nur irgendwo in einem kleineren Raum leben? Dann geht es auch, dass man sich einfach einen Wagen selbst ausbaut. Viele fragen oftmals nach den Kosten. Das Gestell hat mich jetzt so, wie es hier ist, halt schon aufgebaut mit dem Fußboden und alles und Transport hierher knapp 2.000 Euro gekostet. Dann kommt jetzt das Material dazu. Das hier ist für innen eine Dampfsperre. Das hier ist für außen eine Unterspannbahn, werde ich dann später beim Bauen noch alles erklären. Das hier ist das Material.
Da bin ich jetzt noch mal mit knapp, die Dämmung kommt auch noch dazu, 2.500 noch mal dabei. Das heißt, ich bin jetzt bei knapp 4.500, 5.000 Euro. Und dann werde ich, wenn ich fertig bin, einen Raum haben, der dicht ist. Ofen und so habe ich ja schon, in dem ich heizen kann, in dem ich schlafen kann, wo ich dann Stück für Stück alles schön machen und ausbauen kann. Nachher, wenn ich fertig bin, es muss ja noch die Außenverschalung drauf, es muss noch oben aufs Dach noch was drauf, werde ich, denke ich, bei um die 10.000 Euro sein. So um den Dreh. Ich werde es euch dann aber genauer sagen, wenn es soweit ist. Und für diesen Preis kannst du dir dann einen Lebensraum schaffen, der, wenn du ihn ein bisschen hegst und pflegst, den Rest deines Lebens hält. Ich muss dafür keine 300.000 Euro Kredit aufnehmen. Und diese Überlegung sollte sich einfach mal jeder machen. Was ist einem die Lebenszeit wert, die ich aufbringen muss, um Geld zu erbringen? Ist es wirklich wert, einen Kredit einzugehen, um mich, ja, ich empfinde es so, mich zu verkaufen, verknechten, keine Ahnung. Wenn du da mal nicht zahlen kannst, der Kredit liegt still, ist dein Haus auch weg. Schneller als du gucken kannst. Das wird mir nicht passieren. Und ich glaube, das kann jeder, wenn man das als Ziel setzt und angeht. Ein einfaches, zufriedenes Leben auf einem kleinen Raum ist schon mal die halbe Miete, beziehungsweise eben nicht, weil ich keine Miete zahle, sondern dann mein eigenes habe. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Sind wir mal gespannt, ob ich es alles hinkriege. Keine Ahnung, aber ich mache einfach mal. Bye.